Bist du auch dem Ruf des Goldes gefolgt? Ich bin Vasco, Verwalter von Benerai. Hast du Arbeit für mich? Vom Westen her kommen immer wieder Crawler. In letzter Zeit trauen sich die Biester ziemlich nah an uns ran. Zu nah. Ein paar Sklaven haben sie schon aufgefressen. Ich will, dass du sie erledigst. Vor allem diese zähen Mistviecher. Die müssen irgendwo ein Nest haben. Das wir bereits gefunden haben und deswegen werden wir da gleich nochmal hingehen, nachdem wir mit Vasco fertig sind. Was macht ein Verwalter so? Och, ich zähle das Gold, organisiere die Wachen, kümmere mich um die Sklaven, halt um alles, was anliegt. Wo soll ich die Viecher suchen? Such sie westlich von hier. Such sie bei den Bergen. Und denk daran, ich will, dass du die zähen Mistviecher erledigst. Geht klar, Boss, geht klar. Sonst gab's hier, glaube ich, keinen. Die haben, glaube ich, alle bloß hier solche Namen wie Kämpfer und so. Ist auch doof, dass sie alle von ihren Eltern dieselben Vornamen gekriegt haben. Gut, auf zu den Crawlern. Wir wissen ja, wo sie sind, deswegen gehen wir da gleich hin. Es wird schon wieder dunkel hier, ist ja schrecklich. Was mir gerade noch einfällt, was ich vorhin vergessen habe zu erzählen, bezüglich des Tiergefährten meines Charakters. Tiergefährte heißt, wir werden das dann noch später sehen, wenn wir den Nomaden Shakyur besuchen. Dass ein Nomade einen Bund mit einem Tier geschlossen hat und der sein treuer Begleiter wird und die beiden wie eine Einheit kämpfen miteinander. Auch sowas hat mein Charakter gemacht. Sein Tier, sein erwähltes Tier, war ein Liger. Wer nicht weiß, was ein Liger ist, bitte mal bei Wikipedia nachgucken. Es ist ein Tier, das es eigentlich nicht in freier Natur gibt. Ich habe das übrigens nicht genommen, weil es jetzt ein riesenwüchsiges Tier ist und unglaublich groß und deswegen besonders toll und stark, sondern der Kerl war in der Tat unglaublich fettleibig und faul, wie Katzen nun mal so sind. Das war hauptsächlich deshalb, weil er eine tragische Gestalt war. Niemand möchte in der Haut dieses Tieres stecken, beziehungsweise mochte, denn leider ist er mittlerweile tot. Nein, den hat er aus einem Zirkus befreit wollte ich sagen. Er hat das Tier halt in Gefangenschaft gesehen, hat es befreit und dann ist ihm klar geworden, oh, der könnte in Freiheit gar nicht alleine überleben. Und deswegen hat er ihn mit nach Hause genommen im Prinzip. Ja, da hat er ein Gehege für ihn gebaut und hat dann langsam angefangen, seine Körpersprache und seinen Charakter kennenzulernen. Und hat sich dann nach und nach an dieses Raubtier, das auch für ihn natürlich am Anfang gefährlich war und das natürlich, weil es von den Assassinen beschissen behandelt wurde, unglaublich kackbratzig war, hat sich dann nach und nach an ihn angenähert und mit ihm angefreundet im Prinzip. Und irgendwann war es dann so weit, dass er sich zu ihm ins Gehege getraut hat und der Liger, der Marik getauft wurde, wie schon gesagt, was übrigens auch der Name unseres Katers ist, deswegen wurde er so getauft. Hassal, sieht ja unglaublich schön aus hier mit den Crawlern. Da hat er sich zu ihm ins Gehege getraut und Marik hat ihn akzeptiert im Gehege. Und die beiden haben dann so lange miteinander gelebt, bitte nicht alle auf einmal. Die haben dann so lange miteinander gelebt, dass Marik irgendwann ihn als Bezugsperson gesehen hat und ihm gefolgt ist. Und daraufhin ist er zu Shakyur, den wir dann gleich noch treffen werden, gegangen. Und der hat ihm als Aufgabe gegeben, ein straffes Band zu Marik aufzubauen. Und dazu haben die beiden Verhaltenstraining gemacht. Denn Shakyur, werden wir noch sehen, hat auch einen Tiergefährten und das ist ein Löwe. Deswegen heißt Shakyur auch Shakyur der Löwe. Und die beiden haben dann ein Verhaltenstraining gemacht und haben dann Rudeljagd gemacht miteinander. Und so haben die beiden sich nach und nach über diese Schiene des tierischen Verhaltens sich angenähert aneinander und haben quasi ein Zwei-Mann-Mini-Rudel gebildet. Das war dann im Prinzip die erste Stufe des Tiergefährten, die er gelernt hatte. Und dann konnte er schon einfache Befehle befolgen. Die zweite Stufe wurde dann magischer. Dazu war ein Druidenstein nötig, diesen werden wir dann später noch im Spiel sehen, so viel verrate ich schon mal. Dessen Macht wurde von einer Druidin in einem Ritual abgezweigt,
und umfunktioniert zu einem Seelenband. Seelenband! Das zwischen den beiden dann aufgebaut wurde, zwischen Marek und Maris, meinem Charakter. Und die beiden waren dann tatsächlich in der Seele so weit verbunden, dass sollte einer sterben, auch der andere sterben würde. Und wie ich schon gesagt habe, Marek ist ja tot mittlerweile. Das hat einen anderen Hintergrund, dazu komme ich vielleicht später mal, wenn wir mal wieder nicht gerade ums Überleben kämpfen gegen eine Horde von Crawlern, sondern vielleicht durch die Wüste tingeln. So, stirb, Crawler, stirb! Wie viele sind denn das noch? Das ist ja schrecklich hier. Ich komme mir vor wie so ein ausgewachsener Kammerjäger. So, jetzt aber. Ja, das ist die Geschichte zwischen Maris und Marek. Und durch dieses Seelenband konnten die beiden dann im Prinzip fühlen, was der andere denkt, wenn man so will. Also der eine dachte, was der andere dachte. Und ich hatte da mehrere Konzepte, wie das weitergehen kann zwischen Maris und Marek. Eins war gewesen, nein, das erzähle ich ein andermal. Wie gesagt, ein andermal erzähle ich, was es mit Sterben und dem Seelenband auf sich hat. Jetzt vielleicht nicht gerade. Vielleicht, wenn wir dann Shakyo getroffen haben, erstmal uns noch um die 10 Sandcrawler kümmern. Es ist Wahnsinn, wie man einen Kampf ums Überleben totquatschen kann. So, ich werde jetzt auch nicht mehr so lange machen. Sollte jetzt keine Monster-Session werden. Ich werde jetzt noch mich hier um das hier kümmern. Speichern. Und dann werde ich noch nach Bernerei zurückkehren und dann ist auch Feierabend für heute. Und beim nächsten Mal werden wir dann nach Lago aufbrechen, Shakyo besuchen und dann in Lago alles machen und dann weiter nach Bensala. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Da können wir eigentlich mal eine lange Session machen, denke ich mal. So. Wie viele Zähne sind denn hier noch? Oder es sind noch ein paar, sehe ich gerade. Die Zähne sind alle hier hinten. Die haben sich alle verschanzt. Direkt im Loch drin. So. Okay, sind das alles noch Zähne? Ja, tatsächlich. Ich kümmere mich um euch. So, gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Die gehen eigentlich besser, als ich dachte. Irgendwie hätte ich die jetzt so schon ziemlich schwer erwartet. Aber ich meine, gut, hier ist auch so eine Horde. Das wäre ja auch mies, wenn die jetzt so richtig schwer wären. Und man dann auch noch richtig gegen... und man dann auch noch so eine richtige Monster-Horde hier zu bekämpfen hätte. Das waren ja jetzt über 10 Stück. Das war ja mehr als ein Dutzend, was ich hier bekämpfen müsste. Und ich hoffe mal, du bist der letzte Zähe. Dann haben wir es vielleicht auch geschafft, endlich. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sei kein Feigling, wehr nicht ab, greif an. Ja. Hätte ich mal nicht zu laut sagen sollen. Das war doch nicht ernst gemeint. Du musst doch nicht wirklich zuschlagen, wenn ich sage, greif an. Du musst nur die Deckung fallen lassen. Du hast das mit dem Provozieren nicht ganz verstanden, mein Freund. Gut, die Kaktusblüten brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Ich sammle sie trotzdem mal ein und den Kronstöckel natürlich auch. Schon wieder Kronstöckel übrigens, möchte ich mal festhalten. Die seltenste Pflanze in den ersten beiden Gothic-Teilen. Das war mittlerweile die 5. oder 6. oder so, die wir eingesammelt haben. Huh! Da sind ja immer noch so viele. Meine Güte. Wo kommen die denn alle her? Also aus dem Nest natürlich, aber trotzdem. Oh Gott. So ist aber gut, so kriegen wir die eigentlich gut hin. So, mal ein Stück zurückweichen. Okay. Das ist schön, da können wir die alle mit einem Mal schlagen. Das ist jetzt vielleicht nicht so schön. So, das aber schon eher. Ach. Komm, stirb hier oben. Jawohl. So ein Durcheinander. Okay, und das ist der letzte. Komm, jetzt schaffen wir es aber. Ja. Jetzt bringen wir es zu Ende, Typ. Jawohl, Crawlerjagd geschafft und der Ruf in Bennerei steigt um 15 Punkte. Jetzt sind wir schon bei 30. Machst du das wohl auf? Jetzt sind wir schon bei 30 Rufpunkten. Das sieht doch feini aus, sieht das. Tolle Musik. Gefällt mir. Okay, dann wie gesagt, auf nach... Hier sieht's aus, überall diese ganzen Crawler-Leichen. Das ist unglaublich. Müsste man mal durchzählen.
Wenn jemand von euch nichts zu tun hat hier beim Video gucken, zählt mal bitte durch, wie viele Crawler das sind. Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich wirklich mal interessieren. Waren ja schon ein paar. Gut, also nach Benarei, wie gesagt, zurück. Und dann ist auch Feierabend für heute. Wir geben noch kurz das Quest ab und holen uns unsere Belohnung dafür. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal, wie gesagt, um die anderen Sachen kümmern. Ich glaube, da unten ist auch noch jemand, der uns Kopfgeldaufträge gibt. Da haben wir auch nochmal welche. Stimmt, hier oben ist auch noch ein abtrünniger Nomade. Das ist, glaube ich, der vierte im Bunde. Weil ich ja vorhin gesagt hatte, mir fällt noch einer in Bakaresch ein. Oder bei Bakaresch, hier gibt es auch noch einen. Das können wir vielleicht noch holen. Die Crawler sind Geschichte. Vorher aber das. Hast du das ganze Nest ausgeräuchert? Naja, ich habe alles platt gemacht, was da so rumlief. Na gut, hier ist dein Lohn. Thanks a lot. 300 Goldstücke, willst du mich denn verarschen? Ich habe gerade mein Leben aufs Spiel gesetzt und 30, nein 50 Crawler getötet, die sich alle gleichzeitig auf mich gestürzt haben. Nur mit dem Finger. Und du gibst mir 300 Goldstücke, ich fass es nicht. Du wirkst ziemlich... Ausgezehrt? Ausgezehrt. Ha. Naja. Ja. Meine Kumpels und ich, wir haben wochenlang in den Stollen geschuftet. Ich bin ziemlich fertig, Mann. Aber so ist das halt. Die einen haben Schwerter und die anderen Bullen. Tja, das Leben ist hart, ne? Schleppisch hart. So, mal gucken, ob wir hier noch den Typen finden, den ich meinte mit dem Kopfgeld. Der muss hier irgendwo rumstehen. Ich bin mir sicher, dass es den hier gibt. Ach, hier hinten ist ja noch die ganze Ecke. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Ich glaube, der da ist das. Nein, das ist ein Kämpfer. Der ist es nicht. Du bist das. Kappa, genau. Hast du Arbeit für mich? Arbeit? Die verdammten Nomaden treiben sich hier überall rum. Ich zahle dir ein Kopfgeld für jeden Nomadenführer, den du erwischst. Wenn du das unter Arbeit verstehst, dann habe ich Arbeit für dich. Wer steht auf deiner Liste? Shakyor der Löwe. Er hat Lago überfallen. Hurit, er überfällt mit seinen Leuten die Oasen im Süden. Und Jespas, er lauert an den Wegen und überfällt Reisende. Mein Freund, ich kann dir nur versprechen, Jespas zu töten. Die anderen beiden, nein. Shakyor und Hurit werde ich nicht töten. Zeig mir dein Wasser. Finde ich eigentlich auch eine schöne Redewendung. Zeig mir das, dein Wasser, um den Handel auszulösen. Das finde ich eigentlich cool. Oh, was, das wollte ich gar nicht. Ich sammle noch fixe kurz das ein. Nee, könnte man eigentlich öfter bringen, sowas. Zeig mir dein Wasser oder irgendwie so. Um halt nicht immer das Gleiche zu sagen. Zeig mir deine Waffe. Wobei das natürlich kultig ist, muss man auch dazu sagen. So, aber an dieser Stelle möchte ich dann auch die heutige Aufnahmesession beenden. Hat wieder mal Spaß gemacht und wir haben die Wüste kennengelernt endlich. Beim nächsten Mal geht's dann noch tiefer rein und wie gesagt, wir werden uns dann Lago ansehen. Wir werden das fertig machen, wir werden Bensala sehen. Vielleicht schaffen wir es ja bis nach Bakaresch. Oh, ich sollte mir nicht zu viel vornehmen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall beim nächsten Mal zuerst ist unser Blick nach Süden gerichtet, denn dort lauert Jespas und um den werden wir uns kümmern. Bis dahin, gehabt euch wohl und alles Gute. Winke, winke und tschüss.